Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Zoo, Maluka Zoo. In der letzten Folge haben wir das Wildhundgehege gebaut, zumindest so das Grobe, da kommen noch ein paar Feinheiten zu. Und ich habe mir überlegt, was wir hierhin machen. Ursprünglich wollte ich hier Gürteltiere hinmachen, aber das Gehege ist tatsächlich so groß, dass größere Tiere reingepasst haben. Und ich habe mich da für die Breitmaulnashörner und für die Strauße entschieden. Bei den Straußen und ich glaube auch bei den Breitmaulnashörnern habe ich ein Remaster. Bei den Straußen ist da die nordafrikanische Subspecies als Variante dabei. Da ist das Männchen ein bisschen rosaner, oder pinker, wie auch immer man das nennen möchte. Deshalb nicht wundern, wenn der Strauß anders aussieht als bei euch. Das ist die Remaster-Version. Die entsprechenden Mods findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ja, und wir gucken uns einmal kurz an, was ich gebaut habe und danach seht ihr natürlich auch wieder das Speedbild. Das ist hier jetzt der Bereich, den ich gebaut habe. Ich habe bei den Wildhunden jetzt auch noch ein bisschen die Spendenboxen ergänzt, mehr aber noch nicht und ein paar Mülleimer. Genau, von den Wildhunden kommt man dann hier hinten lang, wo hier ein bisschen Vegetation zum Ablenken ist. Hier ist ja dann der Stuff-Eingang. Ich habe jetzt hier noch einen Zaun drum gezogen, das muss noch ein bisschen verziert werden. Habe hier einen Zaun drum gezogen. Hier ist dann die andere Seite vom Stuff-Eingang, dass sich das hier ein bisschen abgrenzt. Wir haben hier einmal die Gehegeumzäunung, die aus Fenstern gemacht ist mit so afrikanischen Graspuschelbüschen, die sich natürlich einmal rumzieht. Ich habe hier jeweils drei Dächer hingestellt, dass die Leute, falls es regnen sollte, gut, Grasland, Wüste, Afrika natürlich selten, aber falls oder als Sonnenunterstand, dass sie sich halt hier schützen können. Das ist natürlich auch ein bisschen verziert. Hier die Infotafeln, Lautsprecher sind wie immer unterm Boden. Zweimal Strauß und in der Mitte einmal Nashorn. Spendenboxen wie immer hier drin versteckt. Ja, das haben wir einmal dreimal. Zweimal mit drei Fenstern, einmal mit zwei Fenstern. Und hier einen kleinen Unterstand für die Nashörner und Strauße, dass die sich halt unterstellen können. Wofür ist ein Unterstand sonst? Baby haben wir auch schon, da ich beide Tierarten bereits im Handelszentrum habe. Hier einen kleinen Wasserfall. Die muss ich noch ein bisschen, da muss noch einer zwischen, damit hier Wasser kommt. Ich muss auch noch das Bodending machen, fällt mir gerade auf. Ein Schlammbad für die Nashörner. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt benutzen können, ob die da hinkommen. Ja, kommen sie, gut. Auch natürlich verziert, dass es nicht so offensichtlich einfach da rumsteht. Ich habe auf der anderen Seite, falsche Taste, eine Futterstelle für die Strauße. Auch hier wieder ein bisschen verziert, dass das nicht einfach so ein plumpes Kästchen ist, sondern ein bisschen natürlicher aussieht. Von oben geht es so wegen den Kanten hier, aber von der Seite sieht das schon ziemlich natürlich aus, meiner Meinung nach. Ja, die Ecken hier ein bisschen ausgebessert mit einfach Buschwerk, weil da gehen die Tiere sowieso nicht hin. Da habe ich noch ein Mobile. Ja, und so können die Besucher hier einmal komplett rum, können hier gucken, wie sie wollen. Hoffentlich gucken sie nicht schon von da, das nervt nämlich immer ein bisschen. Und können dann hier hinterher an beiden Seiten den Hauptweg weitergehen zum nächsten Gehege. Das wird dann, ich denke mal, wir werden hier langsam zum Ende kommen. Ich werde hier den Rundweg einmal hier so rum machen. Vielleicht auch so rum. Da muss ich natürlich auch noch bauen. Und hier einmal ums Tropenhaus und dann wahrscheinlich hier hin. Oder vielleicht auch noch ganz rum hier hin. Da muss ich nochmal gucken. Weil so viele Tiere haben wir tatsächlich gar nicht mehr. Es sind hauptsächlich jetzt noch Gazellenviecherer. Die beiden Elefanten, die eine Elefantenart noch. Aber im Großen und Ganzen war es das für die Franchise-Tiere. Deshalb wird der Zoo hier dann beendet und wird dann nochmal hier rumgeführt, dass der auch nicht so weit vom Eingang weg ist. Und das ist so das, was ich jetzt gebaut habe, das, was so geplant ist. Hier kommt ja noch ein Essensding hin. Und ja, ich würde sagen, wir gehen über zum Speedbild. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch die Folge gefällt, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, das würde mir sehr weiterhelfen. Lasst mir auch super gerne ein Abo da, ich würde mich mega freuen, wenn wir dieses Jahr noch auf 100 Abonnenten kommen. Und sagt gerne, was für eine Tierart ihr auch noch gerne hier im Zoo haben wollen würdet. Was ihr, weiß ich nicht, anders machen würdet oder so, dann lasst da gerne einen Kommentar.
Und wir sehen uns beim nächsten Speedbild. Und jetzt viel Spaß beim Speedbild für die Breitmaul-Nashörner und die Strauße.